Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH auf der Nordfriesischen Marsch. Die erste Fläche ist schon mal gemäht, das ist schon mal wunderbar und jetzt werden wir die auch einmal eben schwaden. Aus einem ganz einfachen, ganz simplen Grund. Aber es ist etwas leichter, irgendwann nachher mal mit der Ballenpresse. Ja, wahrscheinlich ein, zwei Mal rund werde ich eben selber machen und dann lassen wir hier den normalen Helfer mal hier drüber fahren. Ich bin mal zuversichtlich, dass er das irgendwie einigermaßen hinkriegt. Wenn nicht, dann helfen wir irgendwie nach. Das sollte, glaube ich, kein großes Problem werden. Ja, wir sind derweil natürlich auch fleißig am Grasmähen und am Striegeln bzw. am Unkraut hacken. Da bringt uns nämlich sage und schreibe 14.000 Euro. Einmal hier einfach nur mit Hacke hin und her fahren. Natürlich bei Helfer. Weil, warte, wie viel Hektar ist das? 29 Hektar, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Moment, 29 Hektar? Also, es ist eine teure Geschichte. Zumindest was Lohnkosten angeht. Ja gut, ob es so wirklich am Ende rechnet, ist natürlich dann eine andere Sache. Egal, wir sind mal zuversichtlich, dass das irgendwie irgendwas wird. Ja, der ist eigentlich bald durch. Kann der sich dann später um Feld 10 einmal kümmern. Beziehungsweise da lassen wir das Ganze eventuell von Curseplay dann machen lassen. Einfach weil ich da keine Lust habe, auch noch das Vorgewende zu fahren. Ach, das ist ja hier eine schöne Geschichte, was wir hier haben. Gerade gemütlich 9 Uhr. Theoretisch können wir jetzt noch ein bisschen weiter werden mit dem Schwaden, vielleicht ein Häcksler und damit dann drüber fahren. Ah, da wäre schon schlecht. Hätte man auch irgendwie machen können. Aber, wenn ich da ehrlich bin, dies hier, das tut's auch. Vollkommen. Also von daher kann man es eigentlich genauso gut so machen. Ich passe ja auch noch ein bisschen Geld. Und natürlich, wenn man überlegt, Häcksler brauchen Abfahrer, der Häcksler muss durchgehend laufen. Wir brauchen einlaufen Silo-Walz. Also das ist halt. Also irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kann man darüber gerne mal nachdenken, aber zum aktuellen Zeitpunkt lohnt sich das einfach noch nicht. Nur auch generell zu überlegt. Könnte man wirklich, ja gut, beim Häcksler hat man 5% Bonus, wobei beim Ladewagen auch, oder bei der Presse, wenn man die Big Pack hat, durch Ziliermittel. Aber sonst, so einen richtig eindeutigen Vorteil haben die Häcksler eigentlich nicht wirklich im Vergleich zum Silierwagen. Aber es macht halt einfach richtig Bock. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, warum das eigentlich so eine ganz coole Geschichte ist. So, da müssen wir mal eben kurz ein bisschen sauberer ran. Der Bogen ist mir jetzt hier nicht ganz so schön gelungen. So. So. Also das sieht doch schon mal schön aus. Dann nochmal eben eine zweite Runde. Und dann hätten wir das.
schon mal was Vorgewende angeht, dann kann hier der normale Helfer drüber fahren und wir können ein paar Ballen pressen. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber der Ecke muss ich mir überlegen, wie wir das am besten, glaube ich, fahren. Also ich werde das auf jeden Fall so jetzt bei den Ecken so machen wie jetzt hier. Einfach anheben, so eine gerade Strecke machen. Oder nicht irgendwie versuchen, auch groß irgendwie rund zu fahren. So in manchen Teilen wird das halt einfach so Geschwader, zum Beispiel bei uns. Geschwader, der fährt natürlich eigentlich immer ein und dieselbe Runde oder. Wenn er sagt, warte, ich bin gerade im Regen, der schwadet immer gegen den Uhrzeigersinn bei uns. Das Vorgewende. Dann wird mit dem Wechsler erstmal gegen den Uhrzeigersinn die erste Runde gefahren. Und dann im Uhrzeigersinn die ganze Strecke zurück. Und dann geht es halt an den Baden und ja, dann kommt es eigentlich wirklich auf den Fahrer so ein bisschen an, wie der das Ganze dann macht. Entweder lässt nur eine Reihe frei. Also jetzt, wenn wir jetzt hier ein paar Reihen uns vorstellen, Reihe 1, 3, dann 2, dann 5, dann 4 im Prinzip. Oder Reihe 1 wird angefangen und dann Reihe 4, Reihe 2, Reihe 5, Reihe 3, Reihe 6, ne, wo 6 nicht, ja, dann nochmal 2 freilassen wieder und das Spiel normal. Also, wie man es macht, es gibt viele Methoden, was eigentlich überall aber dann gleich ist beim Excel. Das Rohr wird nicht gedreht. Vielleicht eben so ein bisschen, falls der Fahrer so ein bisschen schläft oder damit man noch die letzten 5 Meter irgendwie noch da drauf gequetscht kriegt. Aber sonst bleibt das starr auf einem und demselben Fleck. Also, da wird nichts dran geändert. Einmal eingestellt, dann bleibt das so. Arbeitslicht kann man eigentlich ausschalten. Ist mittlerweile hell genug. 9 Uhr, das sollte so ungefähr passen. Also wahrscheinlich erstmal hier die zweite Runde dann pressen werden. Und dann die erste. Dass mir jeder Schwader nicht irgendwie dann auf das Vorgewende abhaut und ja, senkt den Schwader, hebt ihn dann wieder an, wendet und so weiter. Das hat die auch schon mal irgendwo da hinten auf dem Feld. Und er hinten meint, er sei fertig. Mal eben das hier das Ende, das Vorgewende. Oder können wir uns eben kurz um den kümmern. Ich bin wirklich mal generell gespannt, was wir mit der Biogasanlage überhaupt genau einnehmen können finanziell. Weil, es wird auf jeden Fall eine ganz große Nummer. Ah, okay, der hinten arbeitet sogar doch noch. Ich habe gedacht, der macht Pause.
Jo, eigentlich würde man jetzt wahrscheinlich hier vorne reinfahren und dann entweder links oder erst rechts fahren, aber wir machen mal so, wir fahren einmal hier quer drüber. Normalerweise fährt man nicht über den Schwarz, aber für unseren Zweck sollte das, glaube ich, nochmal reichen. Da kann man das vielleicht tolerieren. Hier ist gleich fertig. Jetzt Folie steht hier am Hof zum Glück. Die kann man dann jederzeit wieder auffüllen. Machen wir erstmal hier vorne diesen einen kleinen Bogen. Und ich hoffe mal, dass der mir jetzt hier dann nicht aufs Vorgewende hin abhaut. Da wäre nämlich irgendwo ärgerlich. Einen sehen die Schwaden dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, zum anderen haben wir unnötig mehr Kosten. Also irgendwo sind dann so ein Stückchen zurück. Wenn wir mich in den Ballen rausschmeißen. Uno momento. Das, worauf ich, womit ich irgendwie gerechnet habe, dass das passiert. Selber nehmen. Der will mir jetzt uns, wer weiß, wo alles in Gefahren. Zum Kopfenden wechseln, dann ist es schon mal wesentlich leichter. Immer so, das Mähwerk kann noch eben eine Weile warten. Ist ganz wichtig, dass der Bursche hier sauber arbeitet, bevor hier sonst noch irgendwas anderes passiert. Nein, 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 da habe ich was verpennt, um zu schalten. Und Frontgewicht habe ich natürlich nicht mit dabei.
So, dann würde ich aber auch sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir noch, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter pressen. Und den da hinten wahrscheinlich umsetzen. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.